Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamp. Und Amdusias hat eine Quest für uns. Was ist es denn? Bah, dieser Ort ist widerlich. Wenn du das nicht sauber machst, wird noch jemand krank. Was für eine unfreundliche Biene. Und so schlecht sieht's hier doch gar nicht aus. Hat wieder jemand an die Seite gekackt? Natürlich. So, wie sieht's aus? Irgendwo liegt noch ein Kackehäufchen. Ein goldenes. Oje. Oje, die zwei gehen los und ja, da drücken sie sich einen raus. Oh, Regenbogen. Nice. Und was ist das? Ein besserer Besen. Kann ich auf dem irgendwann fliegen? Regenbogendünger. Interessant. Kann ich die Quest jetzt abgeben? Amdusias, wo bist du? Wo bist du? Die haben schon Namen und ich sehe trotzdem nichts. Da ist er ja. Na, du unfreundliche Biene. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Ja, ja. Das ist er immer. So, haben wir noch eine Quest. Belohnung von Wallefar. Ah, der Marienkäfer. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Ja, ihr wiederholt euch. Aber ich nehme es trotzdem dankend an. Oh, da explodiert er vor Liebe. Ja, mache ich teilweise abends auch. So. Und dann ist man müde genug, um zu schlafen. Achso, ich habe schon eins freigeschalten. Was nehmen wir denn? Eine Vogelscheuche. Ein Farmpaket. Missionar. Sollte eher Mission heißen wahrscheinlich. Steinmine, auch nicht schlecht. Unterkunft, auch nicht schlecht. Opferstatue, warum nicht? Was ist denn ein Tabernakel? Keine Ahnung, was wollen wir als erstes? Machen wir mal die Mission, die ist ganz hilfreich. Kann man nämlich Anhänger, ja, wie es schon heißt, auf Mission schicken. Dann sammeln die Zeug für uns ein. Oder sterben eventuell, was bei den Leuten, die mich nicht mögen, auch ganz gut sein kann. So, ich glaube, wir müssen hier auch noch runterreisen. Eine Reise zu den Fischen. Ja, Pilgerpassage, die haben wir letztes Mal freigeschalten. Und da ist ja unser Fischerfreund. Sieh mal an, was die Flut angeschwemmt hat. Ja, die Stimme gefällt mir nicht für einen Fisch. Was stehst du da so rum? Glaubst du, dass ich für dich angeln werde? Ich bin nicht einer deiner hirnlosen Gefolgsleute. Blub, blub. Ja, die Stimme war besser. Muss ich jetzt wirklich selber angeln? Oh. Ist zum Glück einfacher als in Stardew Valley. Das merkt man daran, dass ich es hinbekomme. Vor allem mit Controller. Also doch nicht so nutzlos. Hör zu, vielleicht können wir einander helfen. Ich habe in meinem Leben zufälligerweise einige extrem wertvolle Schätze ergattert. Blub, blub. Dinge, für die ein Fisch wie ich, also ein Fischer wie ich, keine Verwendung hat. Aber für dich, nun ja, du siehst aus, als würdest du wertvolle Dinge mögen. Da hat er recht. In diesen Wellen lauern die am schwersten zu fangenden Biester, die jemals gelebt haben. Und ich versuche es schon seit Jahren. Wenn du sie fangen kannst, gehören die Schätze dir. Blub, blub. Fang mir eine Krabbe, ein Hummer, ein Oktopus und ein Tintenfisch. Nimm das als Zeichen des guten Willens zwischen zwei Nicht-Fisch-Freunden. Tarotkarte und... Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Nice. Klingt jetzt nicht so viel. Außer, dass sie einen Fisch hinterlassen. Naja. Die haben sich vermehrt. Ist das nicht schön? Komm schon. Ein Tintenfisch. Komm her, Tintenfisch. Was bist denn du? Ein Schwertfisch. Vielleicht kann ich dich als Waffe einsetzen. Komm schon. Irgendwas Sinnvolles muss doch anbeißen. Ich will den Schatz. So. Komm schon. Mensch, was hab ich denn für einen Köder dran? Das ist richtig effektiv. Ein Oktopus. Hier, bitteschön. Endlich ein Oktopus. Sobald ich das hier aus den Wellen gefischt hatte, war mir klar, dass kein Sterblicher etwas damit anfangen kann. Hier kommst du ins Spiel, blub blub.
Fragment. Fragment. Und drei Teile brauchen wir noch. Die Mathematik ergibt Sinn. So. Dann schauen wir mal, ob wir noch hier einen wertvollen Fisch rausbekommen. Nee, eine Anhängerform. Ja, das ist mal passend. Würde ich behaupten. Na gut, komm schon. Tintenfisch. Tintenfisch. Oder Hummer. Nochmal ein Oktopus. Bringt gar nichts. Den müssen wir, glaube ich, verspeisen. Ui, ui, ui. Schon näher, komm. Da ist er. Da ist er. Schon zwei Stück. Bitte schön. Ah, der schwer zu fassende Tintenfisch. Blub, blub. Wunderbar. Blub, blub. Hier, nimm das. Ich hab's vor etwa 50 Jahren rausgefischt. Kann ich nicht gebrauchen. Naja, das sind immer noch die Fragmente. Hui. So, jetzt aber hurtig. Noch schnell die zwei, drei letzten Fische einsammeln. Und dann müssen wir eigentlich eine Predigt halten. Es ist ein neuer Tag und meine Anhänger sind komplett aufgeschmissen ohne mich. So, Kugelfisch. Ich bin Kugelmensch und ich fange Kugelfisch. Das macht doch irgendwie entfernt Sinn, würde ich sagen. So, komm her. Und drei normale Fischis. So, was haben wir hier noch? Bärensträucher. Kann ich die hier nicht einfach kaputt machen? Nö. Hab ja gar keine Waffe außerhalb des Dungeons. Und Dragons. Und links ist der Leuchtturm, den ihr noch nicht ganz gesehen habt. Ich natürlich schon kenne. Da ist er. Leuchtet nicht sehr. Ah, stimmt. Was? Wer wagt es, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten? Verzeihung, es ist nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird. Egal wie stark wir bieten. Und es zerschellen in einem Fort Schiffe an den Felsen. Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger, die dem heiligen Pfad folgen. Wenn bloß unsere Anführerin hier wäre. Sie wüsste, was zu tun ist. Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit sie letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. War die ganze Nacht da, da ist niemand spaziert. Wir flehten sie an, nicht zu gehen, denn wir alle wissen von den Zähnen im Dunkel. Aber sie wollte nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl, als zu beten, bis der Leuchtturm wieder erstrahlt. Hoch lebe das mächtige Licht. Zeige dich, Licht. Führe uns, mächtiges Licht. Vergib uns, Licht. Vergib uns, Licht. Jo, Leute, ihr habt einfach kein Holz mehr im Ofen. Ich füll mal nach. Jetzt leuchtet's wieder. Keuch, unsere Gebete wurden erhört. Danke dir, oh Leuchtender, dass du uns Slum zu unserer Rettung geschickt hast. Jetzt werden die Pilger wieder an unsere Küsten zurückkehren. Um das Licht wieder zu entfachen, verpflichten wir uns dir. Wir sind deine unwürdigen Diener, mächtige Slum. Oh, danke schön. Wir werden dich und dein großes Licht an diesem Schrein anbeten. Bitte sonne dich in unserer Verehrung. Na gut. Einmal durchsonnen, kommt sofort. Besser als im Solarium. Wird man auch nicht ganz so. Ah, da sind die Pilger. Einer der Bischöfe des alten Glaubens. Tot. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich wäre. Doch, doch. Ich hab's möglich gemacht. So, was hast du? Tarotkarten? Oh, großer Anführer im Lichte. Was weißt du über Tarotkarten? Ich kann sie selbst nicht verwenden. Aber ich finde sie häufig, wenn ich am Meer spazieren gehe. Obwohl sie zur Hälfte im Wasser liegen oder im Sand vergraben sind, reißen sie nicht und sie verformen sich auch nicht. Ist das nicht merkwürdig? Manche behaupten, die Karten würden das Schicksal verraten. Ich sage, die Karten sind je 25 Gold wert. Interesse? Wie viel Gold habe ich denn? Oh, genügend. Ja, die allsehende Sonne für 25 Dollar. Schaden um 20% am Tag. Her damit. Ja, das ist eine gute Karte. Ich mag Schaden.
Vor allem, wenn ich ihn austeilen kann. So, was haben wir dann noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. Ja. Eine freundliche Bombe. Mit einem Würmchen als Zündschnur. Gut. Ja, sortier mal schneller ein. Man muss nicht jedes Mal zeigen. Ich habe so viel Geld. Bonusressourcen. Her damit. Viel besser, als dass die einfach nur Fisch fallen lassen. Und hier ist so eine Schutzhand, der feuere ein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Okay, nice. Die Tarotkarten kenne ich noch gar nicht. Gab ja viele Updates, seitdem ich das durchgespielt habe. Und hier gibt's Deko-Gegenstände. Wie teuer sind die denn? Ich hatte einst einen Liebhaber, der zu See fuhr und nie zurückkehrte. Früher legte er immer Blumen vor meine Tür. Blumen passen am besten zu den Jungen und Schönen. Bei mir sind sie nicht mehr am richtigen Platz. Bitte kauf sie mir ab. Sie machen mich nur noch traurig. Oh. Perfekt gelegte Muster. Oh, die sind aber teuer. Alles hier. Heuhaufen. Ein Haufen Heu. Ja, das beschreibt's. Für 25 Dollar. Golddollar. Einmal gekauft und einmal abgelegt. So sollte es sein. Dann kaufen wir uns noch den wirren Pfad. Besser als den Dreckpfad. So. Ja, perfekte Muster. Das passt doch zu uns. Wunderbar. Ist hier eigentlich noch was, was wir machen können? Sieht erstmal nicht danach aus. Oh, ich könnte hier auch Holz hacken. Was haben wir hier? Anhängerform kaufen. Okay. Ist es randomisiert? Sieht ein bisschen danach aus. Oh, ein Kaninchen. Ich glaube, die finden die auch so. Na gut, na gut. Was machen wir dann? Ich würde sagen, wir schauen erstmal nach unseren Leuten. Eine Messe auf die Fresse für die. Und dann gehen wir wieder in den Dungeon. Schon so spät. Schnell, bevor der neue Tag anfängt. Ach, die schlafen alle. Ist mir egal. Sollen sie unglücklich sein. Kommt her, ihr müden Säcke. Ja. So sieht's aus. Und ich kann was freischalten. Was Nima? Kuda ist Segen. Oder Fluch der Horde. Ja, drei neue Flüche auf dem Weg. Klingt gut. Vielleicht sowas wie Scheiße und Mist. Das sind Flüche. Gut, das können wir überspringen. Das passt. Ansonsten nur kurz checken, ob die Hunger haben. Die Firma dankt. Und weiterarbeiten oder weiter schlafen. Oh, das sind ja alle unglücklich. Wird mal einmal geweckt, was? Das reicht. Ich kann was freischalten. Und was nehmen wir? Die Vogelscheuche. Oh, später vielleicht. Steinmine wäre sinnvoll. Unterkunft ist, glaube ich, am sinnvollsten im Moment. Können wir, sobald wir zurück sind, dann bauen. Und einfache Dekoration. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Na gut. Dann gehen wir mal in den neuen Dungeon. Hab tatsächlich vergessen. Wir waren doch schon einmal drin. Wir können einen kaufen. Oh, wieder so ein Schnauzer mitten im Herz. Ja, ich kann leckere Kriecher in der Nähe riechen. Ich bleib, wo ich bin. Es gibt genug für dich und auch genug für mich. Lass deine Anhänger nicht durch die Gegend streuen. Man kann nie wissen, wer in der Nähe ist und Hunger hat. 50 Dollar kann ich mir nicht leisten. Ja, ja, lass die Knochen knacken. Hab doch kein Geld für so einen Mist. So. Ich denke, wir waren hier schon einmal drin. Oh nee, ich will doch eine Axt. Panzerhandschuhe des Sturms 4. Mal sehen, ob ich damit klarkomme. Und Hunde des Schicksals 4. Er schießt mehrere Projektile, die Gegner verfolgen. Das klingt gut. Oh, eine Schnecke. Ein Schneckenhaus. Du betrittst die Länder des Bischofs Hecket. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Und vernichtet sogar mit Nachdruck. Nein, 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 dann brauche ich nicht lesen. Wir vernichten die, dafür sind wir hier.
Ihr Feuerkröten. Sterbt. Und Gold. Jetzt könnte ich den einen Dude kaufen. Naja, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Nicht ohne weiteres. Kleine Feuerkröten, die sind irgendwie sympathischer. Goldstückchen. So, was haben wir hier? Ah, Skelette. Gar nicht der schlechteste Flug. Könnte ein bisschen mehr Schaden machen, aber schön, dass er die auch ein bisschen betäubt. Uiuiui. Ich finde die Ausweichtasten nicht. Ich hab sie gefunden. Hat mich nur ein halbes Herz gekostet. Ist ja wieder eine Zeit her, seitdem ich gespielt habe. War ein bisschen erkältet und generell ein bisschen weniger Lust zu zocken gehabt. Jetzt, ich habe so viele geile Spiele, die ich mal anspielen will. So viele Demos, das schaffe ich gar nicht alles. Deswegen jetzt mal Stück für Stück wieder Videos releasen. Und einfach Spaß haben beim Spielen. Jo, das wäre zumindest der Plan. Ja, Tarotkarten. Was kriege ich? Wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. 20% Chance beim Töten. Ja, alle 5 Gegner ein blaues Herz. Wieso ist es denn so gut gerade gewesen? Das ist ja nice. Wegen der Regenbogenkacke, die ich vorhin aufgehoben habe. Vielleicht bringt die Glück. Vielleicht weiß das Spiel auch, dass ich schlecht im Ausweichen bin. Wollte fluchen, war aber keine Wut vorhanden. Noch habe ich kein blaues Herzchen bekommen. Ich fühle mich hintergangen. Da ist es. Achso, vielleicht war es ein halbes blaues Herzchen. Vielleicht habe ich mich richtig gelesen. Es kommt öfter vor. So, das sieht aber ganz gut aus. Und weiter geht's. Für den einen Raum gehen wir nicht zurück. So, was haben wir? Erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Nice. Nehme ich dankend an. So, dann haben wir Holz oder Markt mit Nahrung. Nehmen wir mal Nahrung. Ich glaube, unser Holz ist gar nicht so schlecht. Regenbogenwurm. Hungrig? Ich hab, was du brauchst. 13 Kürbisse, 6 Lachse oder Gehirnwäschepilze. Ich nehme mal die Kürbisse. Dankeschön. Kann ich die kaputt machen? Oh, die armen Würmchen. Nein. Ah, die sterben tatsächlich. Oh, das tut mir fast leid. Und die sehen nicht mehr so freundlich aus. Wag es nicht, meine Liebste anzurühren. Seid ihr zusammen? Oh, ich fühle mich nicht gut. Diese armen Würmchen. Ist ja gleich der letzte Tod. So. Wollen wir uns nicht mehr damit beschäftigen. Irgendwann hauen wir den mal auf die Fresse, aber nicht heute. Fühle mich schon schlecht genug. Ach, hat er wieder Redebedarf, der Hackett? Vielleicht nicht. Ich dachte, bei der unterschwelligen Musik taucht er eventuell empor. Anscheinend nicht. Was für ein Arsch. Ah, da ist er. Erbärmliche, unterwürfige und abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den Jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien wie den Dein. Wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Sie sollen verhungern. Nein. Nein, mein Kleiner, ist was. Wo bin ich, Anführer? Nein, du Mistkerl. Hat einfach das Essen aus ihm rausgezogen. Naja. Wir haben ja genügend Anhänger. Einer mehr oder weniger, was macht das schon? Ach, ich mag das Projektil. Und was haben wir? Tentakeln sind natürlich immer besser. Göttliche Explosion 5. Wirft Gegner in deiner Reichweite zurück
und fügen gleichzeitig Schaden zu. Nehmen wir mal das, das kenne ich glaube noch nicht. Vielleicht ja schon. So, das können wir wieder verwerten. Gold nehme ich gerne. Ja, wird auch sagen, der Fluch ist ganz gut. Ah, ich vercheck's gerade immer wieder mal mit dem Ausweichen. Ups, von dem Fluchen. Ich wollte mehr blaue Herzchen. Da ist eins. Da ist doch eins. Ah, füllt echt nur ein halbes auf. Vielleicht soll das so. Jo, danke für die Beigaben. Schauen wir mal nach unten. Wieso laufe ich gerade so langsam? Oh. Das ist schon der Boss. Gujon. Ah, du eierlegendes Monster. Du Monstrum. Ui. Ui, das tat ja weh. Merkt ihr vielleicht selber, dass ich gerade nicht so geskillt bin mehr in dem Spiel. Und es dauert wahrscheinlich da ein, zwei Folgen, bis ich nicht so auf die Fresse kriege. Au. Muss einfach besser ausweichen. Ich wünschte auch, ich würde mehr Schaden machen. Könnten wir eigentlich schaffen. Müssten wir eigentlich schaffen. Ich springe ja immer wieder in die hellen Feuerbälle. Bin wie eine Motte, was das angeht. Ja, mag die Affenfäustlinge, die ich habe, auch nicht wirklich. Das ist kein Grund, so schlecht zu sein, aber das ist meine Ausrede. Nur noch ein Herz. Uiuiuiui. Ich wünschte, ich würde mir Schaden machen. Schon muss mein blaues Herz fallen. Ich muss mich einfach aufs Ausweichen konzentrieren. So oft wie ich getroffen werde, hätte ich aber auch die Bombe nehmen können. Boah, halbes Herz noch. Obwohl, ich kann einmal wiederbelebt werden, denke ich. Habe ich das schon freigeschalten? Glaub noch nicht. Fuck, ey. Doch, ich kann einmal wiederbelebt werden. Wen nehmen wir denn? Wer hungert denn gerade? Achso, da sehe ich auch, wie viel Herzchen ich bekomme. Ich glaube, ich brauche zwei. Wer ist unglücklich? Wer will... Ballefahr! Na, komm her. Oh, bist du unglücklich? Nein. Ich danke dir für deine treuen Dienste. Auf, nimm mal wieder sie. So, jetzt kriegt man ihn aber. Sonst wäre das Opfer ja für die Katz gewesen. Au. Muss einfach schneller zuhauen. Einfach schneller zuhauen. Und ausweichen. Und schauen. Ja! Nichts leichter als das. Oh mein Gott. Ja, wir haben gerade einen Follower verloren. Ich nehme gern wieder auf. Und Kürbisse. Warum nicht? Achso, ich habe Kürbisse gewählt. Weiß jetzt nicht, ob das klug war. Ist ja auch egal. So. Wir könnten zurück. Wir hätten zwar noch zwei Räume. Ach, was soll's. Wir gehen zurück. Das lief doch halbwegs schlecht. Aber wir sind lebend rausgekommen. Dank unserer cleveren Strategie, unsere Leute zu opfern. Du siehst mich hier in Ketten, zu einem Nichts verkümmert. Aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jede der vier Ketten, die mich festhält, wird von einem der Bischöfe bewacht. Vernichte den Bischof und du sprengst die Kette. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein.
Ich gab dir neues Leben, Gefäß. Und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere deinen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Ihr habt doch schon jemanden geopfert. Ja, neue Doktrin, natürlich. Dann macht es am liebsten mit denen, die hier Kritik an mir äußern. Die wieder wollen, dass ich irgendwelche Kacke wegmache. Obwohl sie dazu zwei Patscherchen hätten und das selbst machen könnten. Naja, will mich ja nicht nur beschweren. So, Hunger und Glauben sind mies. Dann führen wir noch einen neuen kurz ein. Bekehre mich zu deinem Kult. Ja, natürlich, du kriegst eine neue Form. Du bist vielleicht ein Marienkäfer. Ich habe gerade einen verloren. Wie auch immer. Nein, du bist ein Goldfisch. So, was hast du? Kränklich, Feigling, Materialist. Na gut. Dafür siehst du wunderschön aus. So, du bäumst Felle. So, dann muss ich unbedingt was kochen. Kann ich jetzt noch beten? Also, die werden dann unglücklich sein. Koch, koch, koch. Was kocht man denn? Ja, eine wunderbare Mahlzeit. Einmal. Boah, das wird reichen. Und kochen. Und treffen. Treffen, treffen. Gar nicht so schwer. Jo. Essen fassen. Ich kann das freischalten. Was nehmen wir denn? Dämonenbeschwörung oder Vogelscheuche? Wir nehmen zuerst die Steinmine. Weil sobald Stein aus ist, ist hier nicht gut Stein essen. Zumindest keine Kirschensteine. So. Das passt. Und was muss ich bauen? Ich soll eine Mission bauen. Na gut. Die tun wir dann mal hier hin. Neben den Kackehaufen. Den wir gleich aufsammeln. Jo. Wie sieht's bei dem Baum aus? Oh, der hat nicht mehr viel. Das werden sie noch schaffen. Farm sollten wir mal mit Feldern versorgen. Also ein Kram. Köstlichen Dünger gesammelt. Achso, nee, die haben ein köstliches Fischgericht gegessen. Bisschen irritiert. So, das müssen wir reparieren. Das müssen wir aufklauben. Das müssen wir wieder reparieren. Oh, wieso kotzt ihr so viel? Ich hab gut gekocht. Ja, anscheinend nicht. Hui! Besserer Besen nochmal. Keine Ahnung, was das bringt. Wahrscheinlich, dass es schneller geht. Wirkt ein bisschen schneller. Regenbogen! So, dann wollen wir mal eine Predigt halten und eine Opferung vollziehen. Schätze ich jetzt einfach mal. Na, kommt hier. Geht die Laune nach oben, wird euer Anführer euch loben. Fluch der Horde. Guter Segen. Vampirwaffen. Vampirwaffen haben eine Chance, den Träger mit der Lebensenergie eines getöteten Gegners zu heilen. Das klingt doch nicht schlecht. Vor allem so schlecht, wie ich im Ausweichen gerade bin. Und nächste Stufe. Wunderbar, Papa ist zufrieden mit euch. So, was machen wir dann noch? Wir können ja erstmal Krone, haben wir was? Neue Doktrin, Versorgung, Arbeiten, Beten, Gesetz und Ordnung. Was haben wir bei Versorgung? Feschmaus oder Fasten. Schalte das Festritual frei. Organisiere ein großes Festmahl für deine Anhänger, um ihren Hunger zu stillen und erhalte 25 Glauben dazu. Oder sie müssten 3 Tage nichts essen. Ach, ich bin selber verfressen. Wir machen das Festmahl. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal das Problem haben, die Anhänger mit Essen zu versorgen. Ansonsten schickt man die halt auf Mission oder opfern die. Hat man schon wieder weniger Mäuler zu stopfen. Okay. Ja, da freut ihr euch. Und was nun?
Habe ich noch was gedrückt? Okay. Hab doch gar nichts. Okay, komisch. Weiß nicht, was ich da gedrückt habe. So, Glaube nach unten. Wen opfern wir? Plus 60%. Oder hier Tortre. Nee, mach mal Alter 34. Die Biene hat mich am Anfang ein bisschen belästigt, dass es hier unsauber aussieht. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ah, die anderen freuen sich. Ist das nicht schön? Oh, einer fehlt. Ein Follower jetzt auch. Ja. Da sind wir alle wieder glücklich. Kann ich noch ein Ritual machen? Vielleicht Fischmaus? Ja. Nee, ich habe schon ein besser aussehendes Essen gesehen. Oh, scheint zu munden. Mal für immer mehr. Ham, 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 ham. Ja, da seid ihr wieder glücklich. Nicht in die Kirche kacken. Und Doktrin war eh nur ja, das Buch, wo es drin steht, was wir gewählt haben. Nein. Haben meine Leute schlechte Laune bekommen wegen so einer kleinen Opferung. Das ist doch nicht gerecht. So, kacke ich weg. Irgendwo liegt nochmal was. Wir bauen, wenn wir dann können, eine Steinhütte. Können wir nicht. Samen, Silo, Farm. Doch, hier Steinhütte. Wohin, wohin, wohin? Am besten mal hier nach oben. Vielleicht bringt es ja was. So. Das ist weg. Dann können wir noch einen inspirieren. Forderungen. Kann ich dich inspirieren? Ja. Schön gemacht, Leute. So, dann baut ihr das. Ich kann dann noch jemanden auswählen, der auf Mission geht. Rechtsseemar, die Tage, die es dauert und die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und vor allem, was sie machen können. Ja, nehmen mal hier die Schildkröte. Sieht ganz gut aus. Und wir haben 30 bis 42 Holz. Das ist nicht schlecht. Und der hat nur 19% Wahrscheinlichkeit zu sterben. Hoffentlich schafft das. Mal willst du Goldfisch? Glorreicher Anführer. Einige Älteste wurden aus ihrem Kult verbannt und suchen nun einen Ort, um ihre letzten Jahre zu verbringen. Vielleicht sollten wir sie bei uns aufnehmen. Wieso hast du so Angst bei mir, das sagen? Natürlich machen wir das. Je mehr Alte zum Opfern wir haben, umso besser. Musst du kacken oder warum siehst du so aus? Nee, der muss hämmern. Na gut. Ah, das sind ja die Ältesten. Ich kehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Natürlich. Zynisch, aber streichelbar. Oh, ist das schön. Nicht neben dem Kochtopf abnippeln. So. Ein Häufchen Elend nach dem anderen glaube ich auf. Gold. Sehr schön, sehr schön. Und wir machen hier wieder sauber. So soll das sein. Wir haben noch kein Holzfällerlager. Das beunruhigt mich. Kann man auch nicht bauen. Fehlt ein bisschen Holz dafür. Dann können wir mal auf den Kleinen hier eintreschen. Wieso stand da ausgraben und nicht abhacken? Keine Ahnung. Anscheinend macht er das mit ordentlich Wonne. Und wir haben drei Holz mehr. Jetzt haben wir aber ein Problem. Gut, da gibt es noch einen großen Baum. Das sollte dann reichen für die Holzfällerhütte. Sonst wird es echt ein bisschen schwer, an die 15 überhaupt noch ranzukommen. Gut, im Dungeon könnte man das machen. Ich dachte... Ja, anscheinend haben wir keinen gebaut. Ich dachte aber, wir hätten was gebaut. Na gut. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, das reicht jetzt aber. 21 Holz und hoffentlich auch willige Arbeitskräfte, die was daraus machen wollen. So. Weist ihr euch selbst ein oder muss ich das machen? Schauen wir mal. Wir können ja mitklopfen. Inspirieren?
Ja, seid ihr alle inspiriert. Schön. Schön, schön, schön. Muss man mit dem Goldfisch reden? Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Ja, du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Da muss was dran sein. So. Doch, ist ja noch einer zum Holzhacken zugeteilt. Die sollten es also schaffen. So, das klauben wir noch auf. Inspiration. Was nehmen wir? Dämonenbeschwörung oder Vogelscheuche? Mach mal Vogelscheuche, weil sonst mache ich das nie. Die bringt was für die Farm, aber alles andere ist verlockender. Deswegen das lieber aus dem Weg schaffen. Dann mache ich was Sinnvolles damit. Wunderbar. Bauen muss ich eigentlich nichts. Hab ich eigentlich Geschenke, die ich denen geben kann? Dankeschön. Ich würde gern reden. Geschenk, Geschenk, Geschenk. Loyalität erhöhen. Sehr gut. Schön weiterbeten. So, da macht jetzt jemand Holz. Dann schauen wir noch, dass wir Felder anlegen. Wo auch immer das möglich ist. Das sieht richtiger aus. So, 1, 2, 1. Ach, für mehr jetzt Geld nicht gereicht. Ha, wieso habe ich denn so viel ausgegeben? Nee, ich wollte nicht mit euch sprechen. Schön weiterarbeiten. Schön weiterarbeiten. Dann kann Papa noch ein bisschen Samen verstreuen. Und dann läuft's. Ich würde sagen, dann läuft's. So, Feldfrüchte, was haben wir denn? Wir haben Kamillen, Kamillinsamen, Gehirnwäschepilze, Bärenstrauch. Nimm mal Gehirnwäschepilze. Die klingen lecker. Jo. Ich kann düngen. Ja. Hoffentlich bringt das was. Regenbogen. Und normale Kacke. Ist es schon fertig? Okay. Also Regenbogenkacke ist instant wachsen lassen. Gold ist dann wahrscheinlich nur ein bisschen schneller. Dann machen wir normalen Bärenstrauch. Ja, schauen wir mal. So, du hast eine Quest. Nee, eine Quest, die ich abgeben kann. Du ehrst mich, großer Anführer. Ich bin ewig dankbar. Gern geschehen, was habe ich getan? Bestelle das Land. Nee, gut. Bestelle ich sonst immer auch bei Amazon. Ist egal, das leer mal noch einmal. Das tut immer gut. So, haben wir aber ordentlich Leute, die beten. Na gut, ich würde aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.